Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, plopp. Ich habe mal auf den Minotaur geschaut und wenn man die Karten so vergleicht, wir sind nicht weit entfernt von unserem Spawnpunkt. Von unserem ursprünglichen Spawnpunkt, wo wir zum ersten Mal gestartet sind. Das war echt 1400 von Bourbon City entfernt. Wir sind lange gelaufen. Das heißt, die Berge sind ungefähr in diese Richtung. Glaube ich zumindest. Ich weiß, ich meine Berge gesehen zu haben. Das war aber nicht. Ne, Eden war es nicht. Oder was, Eden? Oh Gott, das war doch nicht Eden, oder? Ich hoffe es. War nicht Eden und einer fängt schon wieder an zu singen. Wenn der Trillo singt, fangen die Zuschauer an, für gewöhnlich zu kotzen. Aus ihren Ohren tropft es voll Blut. Und er legte sich schlafen. Gute Nacht. So. Hier geht's auf. Creeper! Wo kommt der her? Shit. Alter. Naja, Hunde sind zum Glück nicht so schlimm. Aber ich bin vorsichtig jetzt. Wenn hier Creeper rumlaufen, ist es nicht sicher. Und das sieht doch fast danach aus, nach unseren Badlands, die wir zu Beginn gesehen haben. Au. Schmerz. Alter Schwede. Immer aber nach dem Ausschau ein Auge auf die Kreatur werfen, die auch eventuell hier irgendwo rumläuft. Denn in den Badlands ist sie heimisch. Shit, die Sonne geht unter. Wir suchen uns einen Platz zum Nächtigen. Und nichts ist schöner als der ursprüngliche Spawnpunkt. Hey, hier können wir prima Kohle abbauen. La la la. Alter, ist das eine Versammlung hier oder was? Reise nach Madagaskar, Leute. Dum dum din 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 dum. Ein schöner Sonnenuntergang an unserem Spawnpunkt. Und er begab sich zurück und wachte dann doch wieder auf, weil Zauber. Wir sind sehr weit entfernt von Bourbon City. Also von daher. Lass mich wieder raus. Ey, ich bin im Prinzip nur auf Erkundungstour. So richtig Ressourcen mitnehmen habe ich nicht vor. Aber wenn man schon mal dabei ist, könnte man doch eigentlich ein paar mitnehmen, ne? Aber von Kohle kriegt man ja recht genug. Ich nehm's mit. Hallo? Ja, ich verschandle eure ganze Karte. Wozu habe ich denn wohl die Erde mit? Richtig. Sieht doch niemand mehr. Stellt euch aber auch an. So. Ich gehe jetzt. Tschö. Erkunden wir weiter. Die Badlands sind hier irgendwo hinter.
Dam, 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 dam. Schwampland. Und hier müsste eigentlich gleich ein ganz anderes Biom auftauchen. Nämlich Lands oder sowas. Plains, genau. Plains war das. Also Badlands. Natürlich an Dschungelanlehnung. Auf jeden Fall habe ich das ziemlich grün in Erinnerung, unser Start. Ah ne, wir sind in einer eisigen Wüste gestartet, sind aber dann irgendwie über grün gelaufen, meine ich. Das kann natürlich auch Eden gewesen sein. Unsere erste Let's Play-Welt, dass ich da gestartet bin und... Naja. Naja. Dum, 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 dum. Sag ich doch. La 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 la. Ach du Scheiße. Da brat mir doch ein Creeper in der Pfanne. Wie gern würde ich da jetzt runtersteigen und die Ressourcen schnappen, aber das ist mir zu gefährlich. Alter, da ein falscher Schritt und man ist total weit unten. Dann spielt man Black Hawk Down höchstpersönlich. Ach, und jetzt sind wir wieder in der Wüste. Es war ja nicht zu erwarten, alles auf einem Haufen. Ich würde auch gerne mal mit euch irgendwie so eine, wie nennt man das? Urzelot! Ups, falsche Taste. Ich würde gerne von euch, nicht von euch, ich würde gerne mit euch mal hier so eine Tempelruine besichtigen oder sowas. Das wäre natürlich die Krönung, wenn wir sowas noch finden. Sei es Wüste oder... Ich achte mal auf der Karte nach solchen Anomalien, die auf solche Wüstentempel oder sowas hindeuten könnten. Da ist auf jeden Fall Kohle. So. In der Wüste laufen wir immer noch. Hört Spinnen und sehen einfach so Getier. Hier unten möchte ich mal gucken. Das sieht so interessant aus. Ah, okay. Hat sich schon erledigt. Lalalalala. Ach du Scheiße. Was ist denn das? Ist das ein Spawner? Scanner, Scanner aktivieren, Scanner, Scanner aktivieren. Ich höre auf jeden Fall Getier. Alter, ich hab... Das kann ein Spawner sein. Ja, ich habe einen entdeckt. Ein Zombie-Spawner. Da sind sie eingesperrt. Oh, wie Sünde. Das ist natürlich auch ein Thumbnail wert. Ich nehme mal das ganze Gezuppel weg. So. Das ist so bescheuert. Wir haben einen Zombie-Spawner. Fledermaus in Freien. Schmerz. Noch einer? Schmerz. Okay, ich pull mal die Karte raus und hol mal das da. Alter, das ist ja mal ein Ding. Finden wir einfach nur die einfach so einen Zombie-Spawner.
fehlen aber eine Menge aus, kann das sein? Steht auch auf einfach neu. What the shit? Ein Enchanted Book! Nemesis der Glied. Heilige Scheiße, das nehmen wir sofort mit. Geil, was ist denn das? Cool. Alter, was wir alles hier finden. Das ist ja Wahnsinn! Cool, ein Dungeon unterwegs gefunden, einfach so. Und gut, wir haben die Reise unternommen, sonst hätten wir es nie entdeckt. Noch ein Atmung-Teil. Alter, ich bin hier gerade voll am Buffen. So. Eigentlich müsste ich das Kiesstein mitnehmen, aber das mache ich nicht. Ich lasse auch gleich den, zeige ich den hier an. Und ausgeleuchtet sozusagen. So. So, falls wir dann hier mal irgendwann wieder stoßen sollten, dann können wir uns genüsslich daran ergötzen, wie wir den gefunden haben. Alter, das ist ja ein Ding. Da haben wir einfach mal so ein mir nichts, die nächsten Zombie-Dungeon entdeckt. Mit solchen komischen Enchantment-Büchern, von der ich überhaupt keine Ahnung habe, was die überhaupt bringen und warum sie da sind. Und ob es die überhaupt gab. Das wusste ich nämlich gar nicht. Ich weiß, dass die Enchantment-System kenne ich. Das hat was mit den Leveln zu tun, die man sammelt. Also diese 48 da unten. Diese Level-Fortschritte, die kann man dann einlösen gegen diese Enchantment für bessere Werkzeuge und so weiter. Aber dass es da solche Bücher gibt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Geil, geil. Hier ist überall Swampland. Ich glaube nicht, dass wir da hin möchten. Und überall entdeckt man Dschungel. Dschungel, Dschungel und noch mehr Dschungel. Und nicht zu vergessen, Dschungel. Mein Name ist Dschungel. George Dschungel. Ich komme aus dem Dschungel. Und was habe ich hier? Richtig, Dschungel. Das habe ich auch noch nie gesehen hier. Eine riesige Abge... Doch, das habe ich schon mal gesehen bei Eden. Das gibt es aber was Ähnliches. Eine riesige Fläche. Abgeschabt, als wenn da jemand... Als wenn einmal Gott hier mit seinem Messer rübergegangen ist. Und Butter... Praktisch wie Butter abgeschmiert hat. Ich reiß mal die Kohle raus. Mal eben so ganz schnell. Merkt ja niemand. Es wird nämlich nebenbei dunkel wieder. Und so haben wir ein bisschen Zeit gespart. Sonst müssen wir wieder warten und so weiter. Da war die Folge ja doch wieder spannend. Dann nehme ich doch glatt das zweite Thumbnail mit den... Mit der Creeper... Quatsch, mit dem Ding hier. Zack, zack. Pom. Natürlich können wir nur nachts schlafen. Warten wir einen Augenblick. Und dann schlafen wir wieder in einem Dschungel. Aber ich habe auf jeden Fall einen Weltenbaum. So. Und in der nächsten Folge... Ich reiß mal eben alles ab. Blub. In der nächsten Folge versuche ich mal ein bisschen von dieses... Ja, von der Saat her zu kriegen. Also ein paar Blätter abhaben. Abschaben, hier merkt man das ja nicht. Okay, irgendwas hüpfte da. Ne, und dann, mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.